Hallo. Ich würde gerne eine Nacht bleiben, geht das? Das ist schön. Ja, das wäre gut. So weit vorne soll ich stehen bleiben, ja? Alles gut? Hallo liebe Videofreunde, ich bin gut angekommen in Bad Nauheim und bin schon 2 Tage jetzt hier. War wieder ein bisschen zwiggy mit der Einfahrt dort, aber der nette Besitzer von dem Stellplatz hat mir geholfen. Und gestern Abend waren wir schön essen gewesen mit meiner Freundin am Golfclub. Das ist sehr, sehr schön. Da sitzt man wunderbar draußen und hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Und auch der Wein hat sehr gut geschmeckt. Ja, und heute muss ich etwas für die Gesundheit tun, zum Entschlacken, und bin jetzt im Bad Nauheimer Wäldchen unterwegs und wandere hoch zum Johannesberg. Und es ist angenehm, muss man sagen. Es ist nicht schwer, es ist angenehm, es ist ein bisschen schwül heute, man kommt ganz schön ins Schwitzen. Im Moment befinde ich mich gerade
am Barfußpfad. Das ist hier so ein Pfad, wo man verschiedene Untergründe hat und da kann man halt barfuß drauf laufen. Ich bin aber zu faul, meine dicken, fetten Wanderschuhe jetzt auszuziehen und wieder anzuziehen. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber es ist bestimmt gesund und gut für die Füße. Ich wandere jetzt mal weiter. Herzlich willkommen, liebe Videofreunde in Martigny. Meine Frau hat ein Loch im Strumpf. Ich möchte nicht, dass man das sieht. Ja, ich habe ein Loch im Strumpf. Ich muss mich so stellen, dass ihr das nicht seht. Also nochmal, herzlich willkommen, liebe Videofreunde in Martigny in der Schweiz. Wir sind angekommen und haben gestern eine Mördertour hinter uns. Es war anstrengend gewesen, wir waren abends fix und fertig. Und zwar sind wir durchgefahren, es hat sich gut fahren lassen einigermaßen gestern, ne? Ja. Und wir sind durchgefahren bis nach Basel, um dort in so ein Mall oder was das war, ne? Zu gehen, um bei Sunrise, das ist so ein Anbieter, Mobilanbieter. Mobilfunkanbieter, ja. Ja, einen Vertrag uns zu holen, einen Prepaid-Vertrag. Und ja, wir haben keinen Parkplatz da gekriegt. Nee, da gibt es nur Tiefgarage und das ist mit unserem Auto schlecht. Musste viel Anlauf nehmen, dass das passt. Und, nee, ging nicht. Ja, also mussten wir wieder wegfahren und dann hatten wir ein Problem. Mhm. Weil wir kein Internet hatten. Ab der Grenze ist das Internet ausgeschalten und du kommst auch nicht rein. Und normalerweise kriegt man diese SMS. Also ich, auf der ganzen Welt, wenn ich mit meinem Telefon unterwegs, kriege ich eine SMS. Du bist jetzt da und da, willst du 50 MB oder sowas freischalten pro Tag, kostet ein Schweinegeld 15 Euro oder so. Und 50 MB sind nun wirklich nicht viel. Aber da kam gar nichts. Null. Aber du kannst, also du kannst dich frei entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Ja, hier nicht. Und hier eben nicht, ja, wollte ich ja gerade sagen. Und hier kam gar nichts. Null. Es ging nichts, kein Internet. Nein. Fahre mal in ein Land ohne Internet, wo du dich nicht darauf vorbereitet hast, keinen Stellplatz vorher ausgeguckt hast und so weiter und so fort. Geht nicht. Also weder Navi geht, noch sonst was. Egal, auf jeden Fall habe ich dann bei 1&1 angerufen und habe dann probiert, da nochmal eine Freischaltung zu bekommen und er sagte, ja, er macht das fertig und ich sollte in 10 Minuten nochmal anrufen, das Handy ausmachen und neu starten und dann wird es freigeschalten. Ja, Pustekuchen, war nicht. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass ich bei mobile Daten, bei Roaming hochgeschossen bin, obwohl überhaupt nichts freigeschalten war. Da bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Auf jeden Fall, es ging kein Internet. Wir konnten noch nicht mal erst telefonieren. Und irgendwann dann sind wir an eine Tanke gefahren. Telefonieren ging. Am Anfang nicht, hast du gesagt. Naja, weil du in der Leitung selbst schon drin, deswegen. Ich hatte versucht, bei dir anzurufen, aber du warst ja selbst zugange da auf der Leitung. Deshalb ging das nicht. Ah, okay. Aber das Telefonieren und SMS geht. Okay. Ja, also auf jeden Fall sind wir dann an eine Tanke gefahren und haben dort geschaut. Und da hatten wir dann glücklicherweise mal kurzzeitig WLAN. Ja. Und dann haben wir
überlegt, was machen wir denn jetzt? Also wir haben keinen Plan mit dem Stellplatz. Du kannst ja nirgendwo unterwegs gucken, wo ein Stellplatz ist. Wir sind dann halt eben einfach hierher gefahren nach Martinique. Wir haben uns entschieden, schon hierher zu reisen. Und dann haben wir uns am Abend hier auf dem Parkplatz vor dem Campingplatz gestellt und haben dort übernachtet. Und das war aber natürlich eine ganz schöne lange Tour. Wir waren abends um 9:30 da und waren auch ziemlich erschöpft. Wir haben ja dann gedacht, was machen wir jetzt? Wir haben noch nicht mal Navi, kein Google Maps und nichts. Und einfach auf einmal sagt Claudia, naja, haben wir ein eingebautes Navi. Und das hatten wir gar nicht mehr gedacht, weil wir das schon seit Jahren nicht mehr benutzt haben. Und dann haben wir nur nach der Adresse geguckt und Tatsache, der Karl hat uns hierher gebracht. Ja, das ist mir dann glücklicherweise noch da an der Tankstelle eingefallen. Wir haben einen Screenshot gemacht. Ja. Vom Weg hier in Martinique, wie wir auf den Campingplatz kommen. Und dann fiel mir ein, also, wir haben doch aber ein eingebautes Navi. Das hat mir ja gestimmt. Ja. Und dann haben wir das benutzt und das ging nämlich dann auch. Jo. Ja. Ich sag's euch. Also, weil denkt man, man ist so auf das Handy eingeschossen, dass man nicht mehr dran gedacht haben, dass wir ein eingebautes Navi haben. Ja. Sieht übrigens lustig aus, wenn ich hier so stehe, aber wir haben ein Mikrofon scheinbar verloren. Also müssen wir uns das teilen und ich führe ein Interview mit Herrn Michael Würtele auf dem Campingplatz Martinique. Wie gefällt Ihnen denn der Campingplatz? Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Der Platz an sich ist ja nicht schlecht, das kann man ja nicht sagen. Schön gemacht, Bäume. Ganz ordentlich, ohne, sauber. Ja. Gibt ein kleines Waschbecken, wollte ich gerade sagen, Planschbecken. Ja, die haben so ein kleines Schwimmbad hier für Kinder. Ja. Und Waschräume ausreichend da. Ja. Und, Waschmaschinen auch, jede Menge da. Ja. Alles da, alles gut. Preis, ja, ist halt in der Schweiz. Wie es in der Schweiz so ist. Ja. 40 Franken, 42 glaube ich sind es. Ja. 42 Franken. Alles aber inklusive natürlich. Dann ist Strom ist dabei, Duschen ist dabei. Genau. Da kommt also nichts mehr dazu. Ja. Für zwei Personen. Naja, wenn du in Deutschland auf dem Campingplatz bist, viel billiger ist ja, es auch nicht. Ja, das stimmt. Nur das einzige Problem ist, dass das Ding liegt hier am Rande vom Industriegebiet an einer vielbefahrenen Straße und die hört man mit Sicherheit auch im Hintergrund. Ihr hört es wahrscheinlich, also es ist schon sehr laut. Das ist nicht und wir so stehen auch direkt an der Straße. Ja. Also das ist schon, wir werden uns heute Abend umdrehen, dass wir andersrum auf jeden Fall stehen vielleicht, dass wir dann nicht mit einem Schlaffenster direkt an der Straße sind. Wisst ihr? Gut, das können wir uns ja nachher noch überlegen, ja. Das müssen wir ja jetzt hier nicht. Machen wir noch ein paar Bilder und dann kommen morgen die anderen. Das heißt, heute Nachmittag kommen schon Stefan und Uli und dann morgen kommen die anderen und dann machen wir jetzt ein schönes Wochenende. Macht's gut und wir melden uns demnächst wieder. Tschüssi!